So, herzlich willkommen zu einer neuen Session von Dead Island. Genau. Ja, letzte Session war geil. Ich hammermäßig. Öffne mal mein Getränk, wollte eigentlich so starten, aber ist jetzt egal, ne? Ja, gut. Wasser? Ja, kann man nicht machen. Also wir machen es mal abwechselnd, okay? Ja, das war ich. Ja, genau. Schön hier mit Monster, ne? Ihr wisst ja, Monster. Meine Damen und Herren, haben Sie jemals einen geileren Trommelwirbel gehört? Ja, jetzt muss ich sagen, Premiere bei uns, ne? Premiere? Premiere? Das haben wir noch nie getrunken, auch in einem Let's Play. Sehr schön. Karamals. Karamals. Für die, die es nicht lesen können. Nee. Für die, wie viele Millionen Deutschen, die nicht richtig lesen und schreiben können? Wie in Deutschland können 80 Millionen Menschen richtig lesen. 80. Damit wären das praktisch alle. Perfekt, ja. Alles abgedeckt. Wunderbar. Das ist so spektakulär wie so ein Radler. Also, so ist es. Auch fieses Geräusch. Nein, aber schon das fieses Geräusch auf Glas, so weißt du? Yes. Das ist ja böse. Also, wir sagen mal, ein Prost her. Ein Prösterchen? Das ist so eine Kombi, ne? Sollen wir es mal mixen vielleicht? Nein. Ja, Wahnsinn. Immer lieber. Ja, Prost. So, jetzt haben wir schon wieder 5 Minuten hier, was? Ciao. Deswegen würde ich sagen, gehen wir gleich in Spur. Nein, sei dann gar nicht. Nee, sind keine 5 Minuten, lass mal nicht. Ja. Und warum ist kein Fraps hier zu sehen? Möchte ich gerne wissen. Oh Gott. Ich hatte den richtigen Spielstand. Yes. Yes, of course. Of horse. Ja. Von Huren heute, und Pferden, ne? Ich muss dir sagen, wir haben jetzt ungefähr einen Monat lang nicht aufgenommen. Ungefähr ist gut. Es ist exakt ein Monat. Und deswegen, wir haben viele neue Themen, auf die ihr euch freuen könnt. Meine Güte, ich freue mich, ja. Wie Schnitzel, viele neue Themen. Schnitzkatzen. Und praktisch auch ein Thema, das wir noch nachzureichen haben, aus einer alten Folge, die ihr vielleicht gesehen habt. Wer es nicht gesehen hat, blöd! Schaut, unten haben wir den Teil verlinkt. Genau. Aber bevor wir dies tun, würde ich sagen, machen wir hier nochmal einen kurzen Schnitt. Denn ich habe hier eine kleine technische Diskrepanz, die ich erledigen muss. Ja, yeah, bis dann. Bis gleich. Servus. Hi. So. Hi. Okay, sind wir Willkommen. Wieder zurück. Wir sind da und so. Wir steigen direkt ein, würde ich sagen, erstmal, oder? Obwohl, wir haben uns unterbrochen. Nein, überhaupt, nein, gar nicht. Okay. Ich wollte eigentlich, dass Sie uns praktisch einführen, in wo wir gerade sind und was wir halt so. Perfekt. Was wir halt so machen, gell? In der letzten Folge waren wir in einem Hotel, da mussten wir dann aufhören, weil die Speicherkarte voll war. Und da steigen wir jetzt wieder ein. Wir starten, das kleine Fenster. Ja, Christian, passt schon. Ja, Christian, passt schon. Ja, Herr Christian, danke, passt schon. Danke, passt schon. Ja. Eins, oder eins? Eins, zwei, Messer. Der war gut, Mann. Was, hä? Messer. Sehr gut, so. Bis dahin, wir haben unsere Kopfhörer aufzusetzen. Achso. Also? Sowieso, weil einfach. Okay! Also wir haben es ja schon mal einen Auftrag gegeben. Ich weiß nicht, ob überhaupt schon jemand drauf gekommen ist, wenn jemand weiß, wer dieses. Wer das sagt, bitte in die Comments. So, und schon sind wir mitten im Geht Himmel, meine Damen und Herren. Oh, wohl wahr. Haben wir den Sound? Ich hab's Sound. Willst du meine Haare? Ja, was ist das? Was? Du musst ein bisschen leiser machen, wie schaut's aus? Ist ein bisschen, zu laut. Yes. So. Perfekt, oder? Ich kann mich erinnern, wo wir sind. Ja? Es ist nämlich genau diese riesen Küchenschlacht-Sequenz, die uns da weggepont hat das letzte Mal. Also an diesen Raum kann ich mich noch, muss ich sagen, erinnern. Ja. Also an diesen jetzt, wo wir jetzt sind. Warte mal kurz, was habe ich denn für Waffen? Oh, das sieht sehr gut aus. Ja, diese, die Grunze, weißt du. Ja, wo war denn meine Taschenlampe? Ah ja, genau, perfekt. Cool, okay, da müssen wir vorankommen. Jetzt haben wir uns auch mal festgestellt, ne? Das war ein bisschen hier. Sag ich das Mikrofon gut platziert? Also, darum ist das Einzige, wo wir, sag ich mal, kein großes Augenmerk drauf gelegt haben. Passt schon. Warte mal. Ein Augenmerk. Ist wunderbar. Alter. So, jetzt pass auf. Das ist erstmal hier Eckschlange gesagt. Ich leg euch alle um. Ist einer gerade umgefallen, oder? Ist gerade ein bisschen umgefallen, ja. Der hat so ein bisschen mit Gleichgewicht, weißt du? Das ist nicht so ein Ding. Die Gewichtung der Leichtigkeit. Hier, gerade weil ich hier schon mal beim Karamals trinken bin, wie stehen Sie denn zu Bier? Wie ich zu Bier stehe. Yes, ich glaube, dieses Thema hat man noch nicht. Hatten wir es nicht, das ist aber sonderbar. Oder? Das ist so ein Schatten. Nee, ich glaube auch nicht, dass wir es schon hatten. Ich glaube nicht. Weil ich muss. Aber ich ist auch. Da gibt es noch nicht viel zu sagen, weil ich mag nämlich nicht wirklich so Bier. Alter, hat auch eine Waffe. Hilfe. Bier ist ja nicht so meins. Vom Geschmack her. Es gibt ja verschiedene Sorten, aber trotzdem schmeckt für mich alles immer gleich. Das einzige Bier, das ich so trinke, ist natürlich das Radler. Oh, weil es ein bisschen Zitrone, weißt du, da ist ein bisschen Geschmack drin. So.
Und so Bier-Mix-Getränke kann ich auch gut trinken, aber so Bier, so was weiß ich so. Ich muss sagen, da geht's, mir wirklich genauso eigentlich. Ja? Bin doch nicht so der Bierfan. Also ich bin auch kein Bierfan. Ewig viele Bierfans auf der Welt. On the world. Fast alle. Und gerade in Deutschland trinkt doch jeder Depp Bier. Oder? Ja, genau, jeder Depp trinkt Bier. Also ich wollte jetzt nicht die Leute, die jetzt von euch gerne Bier trinken, so als Deppen bezeichnen, sondern einfach mehr so, dass wirklich jedes Arschloch ein Bier trinkt. Als Allgemeinheit so. Allgemein, was schon. Aber es ist so, also von Anfang an, als ich das Bier getrunken habe, so, es ist einfach bitter und ekelhaft. Ja, genau, es ist irgendwie abstoßend, möchte ich gerade sagen. Wie steht ihr denn zu Bier? Genau, Bier. Also nicht du, sondern ihr. Ja, ja, ihr. Wie steht ihr denn zu Bier? Ich habe vorhin, ne? Ne, das schlage ich später an das Thema. Wir bleiben bei Bier. Wir bleiben bei Bier, ne? Deswegen trinken wir gern, also ich persönlich trinke jetzt, also Karamalz ist. Aber ich mag nicht mal Karamalz. Was? Ich weiß nicht, ich hab's, glaube ich, mal getrunken. Ich habe nur eine dunkle Erinnerung an Karamalz. Ich mochte es, glaube ich, nicht. Echt, oder? Warum noch schmeckt's denn? Nach Karamalz. Ja. Also halt, ja, was, das ist irgendwie so wie Bier. Überhaupt kein Bier. Weiß ich nicht, so malzig, aber. Irgendwie so wie Bier. Malzig, aber so süß wie Cola, weißt du? Ach so, süß, okay. Aha. Aber malzig mag ich, glaube ich, auch schon nicht so. Doch. Schon sehr lecker. Aber natürlich, einen Radler kann ich auch gerne trinken. Aber ich finde, die Mischung muss trotzdem so sein, dass das Zitronenlimo mehr, also schon, sagen wir mal, Mischverhältnis 65-35 ist. Okay. Oder 60-40, weiß ich nicht. 60-40. Also 60-40 Zitronenlimo. Das ist irgendwie so eine Wette, was, wenn du mit abschließen willst. Ja, ja. Ich bin hier gleich tot. Was, ha? Wie steht ihr denn zu Radler und zu Bier? Wenn ihr Bier trinkt, eher, was du, eher helles oder eher Weißbier? Helles eher. Ich auch helles, wenn dann also Weißbier gibt. Ja, Weißbier ist nur für die harten Jungs. Oder Bayer Mini Watcher, aber Bier trinke ich nicht gerne. Ja, ja. Also oh, guck mal, der ist cool. Hast du gesehen? Der ist ein Afro. Wollte ich auch gerade sagen. Schau aus wie, weißt schon? Wie Michael Jackson in damaligen Tagen. In damaligen Tagen eben. Na gut, der hat noch ein bisschen nicht so Afro gehabt. Achso, doch, der ganz, doch, ganz, wie Jackson ganz, 5, ganz, 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 früher auch alle so Afro. Jackson 5, genau. Und auch bei, ich finde noch beim Thriller-Video, da hat er auch noch so ausgesehen. Nee, glaube, da hat er so längere hängende Haare gehabt, glaube ich. Im Thriller. Aber es waren schon noch sehr Afro-mäßig. Ich glaube es nicht. Ja, doch. Also auch wenn. Wenn das wisst, kannst du in die Comments. Aber okay. Du blendest jetzt eh das Bild ein vom Thriller-Video ganz von Leben. Das wird wohl wahr. Wird wohl wahr sein. Kennst du es ja. Das wird wohl wahr sein. So, ich bin jetzt ziemlich gut weggekommen, muss ich sagen. Ich finde auch, also du hast... Der dicke Mops, ich jetzt mal das jetzt langsam. Entschuldigung. Ja. Bevor wir die Session angefangen haben, hatte Christian gesagt, oh, Wascha. Ja, wenn wir jetzt hier anfangen, dann landen wir nämlich hier in der Küche. Das wird schwer. Obwohl, du bist ja fast tot schon, ja. Ich bin tot. Ja, von dem her, der... Und sieht da was? Ein Big Fail, muss ich fast sagen. Aha. Oh, ich liebe Monster. Echt, oder? Ja, ich trinke dann, also ihr braucht euch keinen Sommer, ich trinke im Arsch das auch Monster. Sehr gut. So, genau, was ich vorhin vergessen hatte, so am Anfang des Videos, ich weiß gar nicht, ob das schon das zweite Video ist jetzt, was wir in dieser Session aufnehmen, oder ob es noch das erste ist. Und zwar war das so, dass mir praktisch ein Nachtrag von einer damaligen Folge, die wir in dieser Folge hier verlinken, bitte anschauen. Das ist wirklich wirklich eine meiner Lieblingsfolgen von uns, auch wenn man selbst praktisch nicht Folgen von sich praktisch, sag ich mal, loben und anpreisen sollte. Ja. Anpreisen schon, das machen viele. Also, praisen geht schon. Praisen geht, aber loben nicht. Wohl, natürlich, ich habe es nicht geschnitten, sondern Christian hat viel Arbeit reingesteckt. Es war die Folge praktisch, wo wir über... Es ist eine Herzensfolge, sagen wir mal so. Eine Herzensangelegenheit war es. Weil wir da praktisch über Märchen gesprochen haben. Aus unserer Kindheit. Und da ging es also hauptsächlich um die Märchen aus dem Buch, dem Struwwel Peter. Und da war es nämlich so, da haben wir... Struwwelge Peter. Da haben wir Fehler gemacht, gell? Ich meine, das können wir uns angreifen. Ja, Fehler war es nicht, wir haben was ausgelassen einfach. Aus das ist, wir haben eine Geschichte, haben wir euch unterschlagen. Und es ist eigentlich so, dass ich, sag ich mal, dachte, dass ich alle Geschichten alle. Aus dem Struwwel Peter kenne. Dem war aber nicht so. Also ich kenne die Geschichte schon, ich habe es vergessen. Vor Gott. Und zwar war es die Geschichte, grüß dich, du sagst es. Die Geschichte vom Jägersmann und dem Hasen, glaube ich, irgendwie sowas hieß das. Oh. Genau kann ich es nicht wiedergeben. Weißt du, was da passiert ist? I know there was a Has. A Has and a Jecher. And the Jecher ist irgendwie mit seiner Flinte in den Wald gegangen und wollte den Has jagen. Hat sich, glaube ich, hingelegt. Grob zusammengefasst. Ja. Und hat sich da irgendwas getan und hatte. Hat er sich irgendwie, glaube ich, das Gewehr verloren oder so. Mehr weiß ich auch nicht mehr. Was heißt der Jäger auf Englisch? So, Hunter. Also Hunter. Ich bin immer die Einzige, tut so gut, was so simpel. Ja, vor allem, wie blöd kann ich sein? Weißt du? Ich muss ja sagen, ich war früher ein WoW-Freak, ne? Und da gab es ja auch den Hunter als Klasse von dem. Ja. Aber weißt du, was ich jetzt vorgeschlagen hätte? Also ich sage nicht als ernsten Vorschlag. Ah, warte, okay, ich hätte noch ein anderes alternatives Wort. Yes, aber ja, genau, hätte ich auch nämlich. Sag du mal. Sag du. Ich weiß nicht. Achso, ich hätte jetzt den Chaser gesagt. Oh, der ist aber richtig geil. Der ist gut, der ist nicht schlecht. Ja. Der Chaser. Ich hätte den Predator gesagt. Oder Predator, ja.
Aber sehr gut. Chase halt noch besser. Also kultiger, finde ich jetzt halt. Also ist zwar noch falscher, aber... Ja, deswegen, wenn wir die Geschichte jetzt auf Englisch erzählen, würden wir sagen, the chaser has a... Has hunt. Has hunt. Has chased has... A has. With... With a gun. With a quar. With a Gewehr. With a quar. Wie was? With quar. A quar. Genau, das Quar. Was schafft. Bayerisch Gewehr. Was sagt man, wie heißt Gewehr eigentlich auf Englisch? Gun. Echt, oder? Das wäre so eine Pistole so. Pistol. Also nicht Pistole, sondern halt Waschstuhl. Nee, Gun ist halt eine Waffe, glaube ich. Ja, so. Waffe. Quar weiß also ich jetzt auch nicht. Quar. Die Kuh soll ich jetzt mal weg. Weiß man, wenn man so ein bisschen CS gespielt hat, weiß man doch sowas, oder? CS? So, hab ich CS? Ich hab CS gespielt, ja. AK-47. Wisser AWP. Man ist AK-47. Ja. Sehr gut. So. Also, wo waren wir stehen geblieben? Der hat sich schlafen gelegt und ihm wurde das Gewehr geklaut vom Haas. Und dann weiß ich nicht mehr weiter. Er hat sich schlafen gelegt und hat... Er war müde? Hat genau. Sich niedergelegt? Genau, warum war er müde? Ah, weil das Gewehr so schwer war, glaube ich. Ja? Ich glaube ja. Achso, ich dachte, weil praktisch... Oh. Weil praktisch die Jagd, sage ich jetzt mal, auf den Hasen, also praktisch die Chasing-Angelegenheit ein bisschen... Chasing-Angelegenheit. Ein bisschen ihn... Watergate. Ja. Chase-Gate. ihn überstrapaziert hat. Weil also ich dachte, komm, jetzt flack ich mich mal hier und dran maschinen. Genau, und penne mal rund. Genau. Oh, ist und was hat der Haas gemacht? Er hat sich gedacht, erst das pennt der Chaser, dann nehme ich mal sein Quar. Sein Scheiß-Quar. Chase-Quar. Sein Chase-Quar. Scheiß-Quar. Und dann war es praktisch so, aber auch nicht nur also. Das Gewehr, auch die Brünn, weißt du, die Brille. Die Brünn. Ich fasse nicht an. Ich zeige ihn. Es ist hier schlecht. Die Brille. Stress. Praktisch hat ihn auch geklaut. Das heißt, der Jäger, also, als er wach aufwachte, konnte kaum sehen und hatte kein Gewehr mehr. Gott, das sind aber wieder viele. Kann man das irgendwie umgehen, dass man da. Das kann ja nicht sein, dass wir hier gegen 20 Viecher gleichzeitig kämpfen müssen. Ich bin am Weg. Oh Gott, alles zu. Aha. So. Oh Gott! Nein! Und trotzdem du jetzt halt hier wirklich praktisch, sag ich mal, die Scheiße am Arsch hast oder an den Schuhen. Erzähl die Geschichte weiter. Ja, erzähl. Die Kacke ist am Dampfen hier. Genau. Praktisch ist jetzt so, dass der Hase den Jäger jagt und der Jäger haut ab. Wascht schon. Der Hase hat praktisch seine Freude daran, den Jäger zu jagen. Und dann war es irgendwie so. Das ist ein Scheißmesser. Da war es irgendwie so. Was haben? Das. Wie renne ich nochmal? Ich habe gar keine Ahnung. Scheiße. Konntest du überhaupt rennen, ja? Ja. Ich denke doch, ja. Dann kamen sie genau zum Haus vom Jäger, wo dann die Frau aus dem Fenster geschaut hat und praktisch gerade dabei war, eine Tasse Tee zu saufen. Was? Tja. Kaffee, glaube ich. Genau. Und da hat der Hase anstatt den Jäger praktisch die Tasse von der Frau getroffen und der heiße Kaffee rinnt praktisch von dem Scherben auf den kleinen Hasenjungen. Mhm. Und der Jäger fällt in den Brunnen. Was hat sich jetzt so gerein? Nicht schlecht. Aber was ist praktisch die Moral aus der Geschichte? Keine, das ist Dreckmüll. Keine, wir haben uns. Das ist nämlich die billigste Scheißdrecksgeschichte, die überhaupt jemand sich ausdenken kann, weil da null Sinn dahinter steht. Wir haben uns vorher informiert und haben uns gedacht, alter Falter, es war genau richtig, diese Geschichte zu unterschlagen, weil diese Geschichte einfach. Das macht keinen Sinn. Scheiße, das macht ja auch keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Nein! Steh auf, komm schon. Das ist ungefähr so behindert wie behinderte Delfine, sag ich jetzt behinderte mal. Behinderte Delfine, die zu mir kommen und mit uns zu schwimmen. Genau. Sag ich jetzt mal. Oh Gott, ja, da war's da. Apropos Delfine. Ne, apropos behinderte Delfine. Ich hab gar keine Waffe mehr. Warum hab ich keine Waffe mehr? Du musst echt. Schaffst du das, Christian? Nee. Also apropos behinderte Delfine übrigens. Apropos, und ich hab. Also okay, dann den Fehler kann ich mal eingestehen. Ne? Apropos behinderte Delfine. Vielleicht kennt ihr den Satz ja, den ich euch jetzt halt praktisch präsentiere. Könnt ihr in die Comments schreiben, wenn ihr den kennt. Ich habe ausgeschaut, wo in der Stadt behinderte Delfine wohnen. Klingt schon mal sehr gut an, ja? Ich habe ausgeschaut, wo in der Stadt Behinderte wohnen. Hast du ausgeschaut? Die sind absolut hilflos. So. Wer weiß auch. Wer es weiß, kannst du reinschreiben. Ja. Und wer es nicht weiß, dann kommt ein weiterer Tipp. Nee. Dann rede ich echt wie so ein Behinderter, ne? Ja, ich meine, du bist in der Rolle drin, was soll das? Du bist yes. Genau in der Rolle drin. In der Behindertenrolle meinst du? Was? Du bist genau in der Rolle. Passt schon. Nein. Ich rede über Behinderte. Ja. Ich bin ja selber nicht behindert. Weißt du? Manchmal schon, aber
Eigentlich ist ja jeder mal behindert. Okay, absolut, aber auf jeden Fall in diesem Fall muss ich sagen, schau. Das bringt gar nichts. Was wollte ich sagen? Ah ja, ich habe allein letzte Woche sage und schreibe 10 Kindergärten ausgeraubt. Ja. Und wer hat mitgemacht? Also es ist jetzt ein Zitat, das kommt nicht von mir, weil ich meine, das Ding ist ja, ich bin ja selber einer, aber der Neger da hat mitgemacht. So, und das, wer da nicht weiß, was es ist, ne? Wer jetzt noch nicht weiß, was es ist, genau, der ist eh verloren. Also ich hoffe, du, ne, weißt du. Ich linke. Eines meiner absoluten Lieblings, sag ich mal, verarsche. Parodien. Parodien, sehr gut, genau. Ich brauche bessere Weapons, ganz klar. Klare Sache. Der Neger da. Der Neger, ich darf es nicht sagen. Was? Nicht? Du darfst es natürlich, das ist ja nur ein Zitat. Ja, ja. Das ist ein Zitat, ich meine, das Ding ist ja, ne, ich bin ja selber einer und grüßt und spult mit einem Neger. Was mache ich? Du spielst ja mit einem. Nee. Doch, ja. Achso, ich bin... Also, okay. Ich dachte, jetzt hier keiner. Logan ist keiner. Logan ist keiner. Was ist Logan eigentlich für einer? Ja, ich weiß, das ist mehr so ein... Nein. Was? Logan ist auch ein bisschen bräunlich. Ich glaube, das ist mehr so ein... Was? Also, das so, es geht mehr so in die mexikanische Richtung, südamerikanisch. Ja, das kann sein. Mal schauen. Der Mexikaner. Ich will jetzt hier gar nicht fighten, weißt du? Ich will einfach nur... Haben wir eine Map eigentlich? Ja, wir haben eine Map. Die Karte. Ja, haben wir gesagt, nein. Sehr schön. Oh, auch nicht verfügbar. Ja gut, ich kam jetzt hier rein, ne? Ja. Vorhin kam ich von da hinten rein. Also beim ersten Versuch kam ich von da hinten rein. Das heißt, ich suche mich jetzt mal im Nickraum hier rum. Okay. So ist mein Plan. Ja. Wir haben ja praktisch das Ziel, dass wir jetzt Dead Island praktisch, dass man da ein bisschen Ozean. Ozean, ja, ja. Bisschen was schon. Stramm. Ich glaube, in dieser Folge sind wir bis jetzt schon, finde ich, schon ziemlich weit gekommen. Diese Ironie, ja, ist ja sehr... Ja, komm. Ein bisschen, sehr, sehr gut. Ein bisschen Spaß muss sein. Diesel kennst du auch? Ja. Von? Keine Ahnung. Wer es weiß, ein bisschen Spaß muss sein. Kannst du in die Comments schreiben. Oh, mir liegt ein Arm. Ich weiß nicht ganz den Text, aber ich glaube, dann ist die Welt voll Sonnenschein. Okay. Ein alter Schlager. Zwar deutsch gesungen, aber von keinem Deutschen. Nicht? Kein Nein. Deutscher? Nein. Du wirst es rausfinden, hoffe ich. Wie jetzt? Jetzt oder was? Nein, du wirst es rausfinden. Ja, ja. Im Schnitt dann meinst du. Yes. Genau. Ja klar, logisch finde ich es raus. Ein bisschen Spaß muss sein. Ja natürlich, doch, das weiß ich doch. Ja. Von einem und der, von einem, ja, und, von der einem und der, der, ne? Der hat mir geholfen. Genau, dann weiß ich's. Der wird, der wird übrigens, glaube ich, gesucht oder was, ne? Ist er gerade irgendwelche, ist er gerade irgendwas mit Verbrechen mäßig? Ja. Wird er, glaube ich, gerade gesucht. Was? Ach so, ja stimmt, du hast recht. Ja, ja, der, also praktisch, he is chased. He's chased. he's gonna be chased. Ja. Wir reden natürlich von dem blanken Roberto. Dem blanken Roberto. Boah, ein oh, Roberto Blanco. Aber, jetzt, ne? Was, oh Gott, ein Insekt. ein praktisch Roberto Blanco. Mein Liebling, kennst du dieses geile Zitat, wo er auf der Wiesn unterwegs ist? Natürlich. Ein schönes Interview wurde mit ihm gemacht. Ja. Auf der Wiesn oder kurz auf der Wiesn, er war praktisch im Bierzelt. Wurde praktisch gefragt, so, wie er denn zum Oktoberfest steht. Und er meint so: Stehen Sie zum Oktoberfest? Was ist München ohne die Mühe, ohne die Mühe, ohne die Wiesn? Ohne die Mühe, ohne die Wiesn. Genau, er wurde praktisch gefragt, wie er zu dem Bier steht. Praktisch, er sagte: Was wäre München ohne die Mühe, ohne. Hat's nicht gebacken bekommen, ohne wegen dem Bier wahrscheinlich. Ja, so geil. Steffen Raffer hat ein Lied dazu gemacht. Hier mal was. Ja, ein kleines Lied. Steffen Raffer macht zu allem Lieder was. Ja, also damals, ich muss sagen, damals war Steffen Raffer noch richtig lustig, als er rauskam. Wann war das ungefähr? Ich hatte ihn aktuell gar nicht mehr. Gibt's die Folge total noch? Es gibt's noch. Das haben wir, glaube ich, schon in irgendeiner Folge schon mal gefragt. Tatsache, haben wir. Ich habe mal gefragt, ja. Weiß ich nicht mehr. Aber ich habe keine. Aber ich habe keine Ahnung. Ihr weißt ja, dass ich dick bin, aber. Ich weiß, dass ich dick bin, aber ich bin fett, ich bin richtig fett, aber... Können wir das auch verlinken, ja. Haben wir bestimmt auch schon mal, ja, haben wir. Was sind das für ein Viecher? Ja, haben wir nie gesehen. Wir haben ja Fliegen zu fliegen. Aber ganz eklige. Viecher zu fliegen. Insekten zu fliegen. Praktisch der hier, wie hieß der? Was? Ich weiß, dass ich dick bin, aber... Da ging es praktisch, also wir haben schon, wir haben glaube ich, in einem anderen Let's Play schon mal drüber gesprochen. Ja, ja. Aber, ne, voll ist richtig toll. Viele, die das noch nicht gesehen haben, wir sprechen es nochmal an, weil auch einer, sag ich mal, einer unserer Favorites ist. All-Time-Favorites. All-Time-Favorites, den wir auf YouTube gesehen haben, sag ich jetzt mal. Und zwar ist es auch ein Kerl, der bei Brit damals in der Talkshow war. Brit, ja. Und ich sage mal so, er war fett. Richtig fett. Aber das Geile ist, er war fett, aber hasste fette Frauen. Also er hasst fette Frauen. Das muss man sich mal geben. Ja, das ist so geil. Das waren halt fette Frauen praktisch zu Gast noch bei Brit. Und er kam rein und meinte so... Und hat über alle gelästert. Ja, erst muss man was sagen.
Und der Typ sah aus, es sah schon aus wie Jabba the Hutt, ja, weißt du, so fett war der. Das Bild, ne? Das ist ja klar. Ich glaube, ich habe den schon mal irgendwie. Ja? Ich glaube, wir haben ihn mal verlinkt, glaube ich. Irgendwas haben wir mal gemacht. Das ist so geil. Er lässt halt voll die fetten Frauen. Was labert ihr fetten Frauen eigentlich? Er labert, wenn er mit fetten Frauen geschlafen hat, hat er noch gepostet. Ja, wie mit seiner ersten Freundin, weil meine erste Freundin war dicke. Genau, es muss ein Stuttgarter gewesen sein. War dicke. Und das Ding ist, halt, wirklich, der hat wirklich so angehört, als hätte er irgendwie so eine Kartoffel verschluckt oder so. Ein Tropfen im Hals oder so, ja. Meine erste Freundin war dicke. Was hat er gesagt? So, wir hatten nie Sex. Das war ganz schnell vorbei, weißt du? Einmal draufgelegt und irgend sowas. Schon draufgelegt und dann hat gesagt, ich bin komme. Das war toll. Das war richtig toll. Also praktisch, er hat dann gemeint, er hat sich nur auf sie gelegt und sie meint, sie wäre sofort gekommen. Ne? Anscheinend kommen dicke Frauen dann schneller. Ja, laut seiner Logik. Ne? Also wohl nichts hin, nichts auf. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Erfahrung damit. Keine Erfahrungswerte oder so, aber... Haben Sie schon mal eine fette Frau? Also ich muss auch sagen, ich bin auch kein Fan von, aber... Weißt du? Was? Heute kam eine... Aber heute kam eine fette Frau an die S-Bahn. Die S-Bahn, ja. Auf jeden Fall. Eine, ja, genau. Ja, also ich muss echt... Also, ne, also das ist eine wahre Geschichte, ne? Hab ich schon mal erzählt, glaube ich nicht, oder? Welche? Von der fetten Frau in der S-Bahn? Nee. Nein. Haben Sie, ja, dann komme ich jetzt mal dazu. Sehr gut. Und zwar saß ich letztens, also ich... Es ist so. Aber völlig wertefrei, bitte. Absolut, also ich bin da. Ich werde die Geschichte neutral erzählen, sodass sich hoffentlich niemand angegriffen fühlt. Ja. Und ich hoffe, dass keine fetten Frauen zuschauen. Das ist sehr neutral. Oder ich sag's mal so. Ich bewundere ihre Durchsetzungsvermögen. Ich sag's mal so. Wenn, also falls jetzt, sag ich mal, etwas dickleibigere Frauen hier nicht zuschauen können. Zuschauen können. Dann wollen. Überspringt diesen Part. Ja. Denn ich rede jetzt über eine fette Frau. Aber nur diesen Part. Die praktisch in die S-Bahn gestiegen ist, in der ich saß, als ich zur Arbeit gefahren bin. Und zwar saß ich nichts ahnend